Eigentlich, oh, schade, ich würde gern. Ich würde die selbst gerne mal lesen. Der erlebt das Leben. Oder la, erlebte das Leben, Entschuldigung. So, hier ansonsten sollte alles durch sein. Hier war ich noch nicht. Nicht schlecht. So, das gefällt mir doch schon eher. Mal von oben kamen wir. Hier gibt es sonst nichts. Das ist gut. Das ist wunderbar. Ich habe immer die Befürchtung, dass irgendwas unter der Treppe ist. Ride my bike. I want to ride my bicycle. Bicycle for the environment. Human power. Failure is success if we learn from it. Yep, das stimmt. Halt, halt! Seid mir mal leise. Weg von dem Fenster! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten. Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Ringer Daddy. Nicht weit. Nicht mal weit. Lass sie doch mit seiner Actionfigur spielen, wenn der Rucksack noch Platz hat. Also, Ellie, komm. Wollte ich jetzt nicht rumschubsen? Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die bleib anderen? Bei ihr. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich werde hier sitzen. Sieh hier drüben nach. Zeig dich, du Flasche! Ah, oh, es ist halt diese Musik, ne? Mistkerl! Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Bitte. Sie hat auch nichts fallen lassen. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Easy peasy, lemon squeezy. Was war denn das? Wer ist da drüben? Verdammt.
So. Weg mit den Halunken. Oh Mist! Es ist halt interessant, dass der Joel halt immer sofort umfällt. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Firefly-Anhänger. Okay. Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Na dann. Beinahe. Okay. Wirklich? Will der Kleine also ein bisschen älter sein, als er wirkt, um vor der Ellie den großen Mann zu spielen? Interessant. Aber ich meine, komm schon, von den Jungs mal Hand aufs Herz. Wer hat das nicht gemacht? Wenn man Mädel kennengelernt hat, sozusagen, haben wir uns doch alle immer ein bisschen älter gemogelt. Ich bin 15. 15,5. Wirklich? Fast. Ich war so drauf. Außer wenn es hieß beim Kino, da war ich immer 14. Oder ich hab's versucht. Da habe ich mich immer jünger geschätzt. Wir sind da. CEO. Colin Ragueno. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Echt ganz gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Ist die Audio eigentlich, oder? Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin. Morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Hm.
Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Kurz nochmal auf Toilette. So, da bin ich wieder. Düt, düt, düt. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ich trau dem schon. Hier lang. Was ist mit oben?
schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Sucht euch eine Deckung! Warum war der eine dann auf einmal? Verdammt nochmal! Warum war der eine auf einmal da? Gut, ein bisschen Muni hat er jetzt verloren. Okay, die Kiddies gehören zu uns. Dann mal los! Hat er gerade mit... Ich will zwar nichts sagen, aber hat er gerade mit einem Monitor geworfen und nicht getroffen. Ich geh vor. Okay. Geschafft. Die ist sicher. Okay. Nicht kaputt machen. Gibt's da noch irgendwas? Schön, sieht nicht so aus. Ben, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Los! Los! Hat keiner gehört. Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben! Oh, shit! Erledigt. Warum sind da nur los, zwei Schuss drin? Ist ein bisschen lame. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Würde jetzt gleich knapp. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Belly, der hat dich. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. No, lieb. John, los! Dieser Henry. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Anstelle sich einfach gegen die Infizierten sozusagen und gegen das Militär zusammenzutun. Nein, es müssen sich natürlich noch einzelne Leute immer
abgrenzen. So viel aus. Scheiße. Ich sollte mehr mit der Pumpgun arbeiten. Vielleicht habe ich da nicht so viel Probleme. Mieses Schwein. Na, hast aber recht. Die olle Drecksau. Frage ist jetzt nur, wie komme ich hier weiter? Okay, ich dachte schon. Hätte ja sein können, dass man da irgendwie hochkommt. Ernsthaft. Ich muss von da so weit weg. Oh, komm schon. Hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach. Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Au. Ich mach aber auch Henry, nicht mehr lange. Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Huh? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken.
ist schon gut, ich bin okay. Eine gute, aber holprige Beziehung. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Ich auch. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Ich bin eigentlich um jeden froh, der mich nicht töten will. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. So, jetzt will ich aber erst nochmal speichern. So, ich würde sagen, gute Nacht, Leute. Für mich schickt's. Ne? Juna, gute Nacht, macht's gut. Tschüss.